Was machst du da? Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht im Titelbild gesehen habt, habe ich eine super schöne Frisur für euch und die wollte ich gerne einmal mit euch nachzaubern. Ich habe die bisher einmal nachgemacht und ich hoffe, sie funktioniert jetzt auch ein zweites Mal. Eigentlich ist sie relativ einfach. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einmal. Und mein Freund wollte hier unbedingt liegen bleiben und ein Buch lesen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hoffe, du störst auch nicht. Nein. Gut. Also, ich habe gerade meine Haare gewaschen und sie sehr gut durchgekämmt. Weil ihr müsst sie wirklich sehr, sehr gut durchkämmen für die Frisur. Ja, was ihr braucht, ist eine Haarbürste, paar Bobbypins und Haargummis. Und ich würde sagen, wir versuchen es einmal gemeinsam und beginnen. Also als erstes nehmt ihr hier vorne eine Strähne und teilt die ab. Die könnt ihr jetzt, das mache ich jetzt mal, so einem kleinen Haargummi festmachen. Und dann teilt ihr einmal eure Haare und nehmt diesen Teil und fangt die an, so in sich rein zu drehen und nehmt immer ein paar mehr Haare mit. So, dreht die einmal. Ich mache das jetzt schön stramm, weil sich das ja gleich eh lockern wird. So, genau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir natürlich nur eine Hand frei. Hier nehmen wir auch noch mal eine Strähne, eine vordere Strähne. So. Und jetzt drehen wir hier auch. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Aber es geht irgendwie. So. Und hier, das drehe ich auch richtig schön stramm und ein bisschen weiter nach unten. So, und dann werde ich diese beiden Enden, da werde ich jetzt einen Zopf reinmachen. Ein bisschen tiefer werde ich das ansetzen, das Zopfgummi. Jetzt haben wir hier in der Mitte ein Loch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, ihr habt jetzt hier in der Mitte ein Loch und da packt jetzt einmal eure Haare zwischen und macht diesen Zopf ein bisschen enger. Aber so, dass ihr immer noch hier in der Mitte definitiv ein Loch habt. So, jetzt teilen wir nochmal diesen kleinen Zopf und wickeln unsere Haare hier rein. Und das hier mache ich jetzt mit dem Bobbypin fest. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. So, und alle Haare, die jetzt hier in der Mitte abstehen, die könnt ihr auch mal mit dem Bobbypin festmachen. Worin stehen jetzt noch Haare ab? Nein, So, alles wunderbar. super. So, dann haben wir jetzt das Schwierigste hinter uns. Okay, dass ich jetzt hier diesen Zopf reingemacht habe, hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. So, und dann machen wir nochmal hier vorne dasselbe. Und zwar flechten wir das. So, und dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Strähne auch. Da fange ich auch oben an. Und drehe sie. Ich habe jetzt leider keine schwarzen Bobbypins mehr gefunden. Deswegen habe ich jetzt helle genommen. Aber ihr solltet die schon so anpassen nach eurer Haarfarbe. So, und da kommt jetzt die Strähne auch wieder in irgendein Loch, was ich finde.
Das ist jetzt die fertige Frisur und ja, ich mag das persönlich, wenn das jetzt nicht so streng ist, aber das könnt ihr ja binden, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt, wie gesagt, ein bisschen lockerer gemacht und so sieht es aus. Wie gesagt, ich habe jetzt helle Bobbypins genommen. Es ist natürlich viel sinnvoller, wenn ihr dunkle nimmt oder schwarze oder halt helle, wenn ihr blonde Haare habt. Ja, und dann habe ich hier mir vorne noch ein paar Haare rausgezogen, damit das alles so ein bisschen messy-mäßig aussieht, so wie so ein Blumenmädchen. Und ich finde, das kann man einfach super tragen zur Arbeit oder wenn man irgendwie schön essen gehen möchte oder einfach nur so tagsüber. Weil wenn man die Frisur einmal verstanden hat, wie sie funktioniert, ist die ja auch innerhalb von einer Viertelstunde gemacht. Und daher finde ich das für den Alltag auch super und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klicken würdet und daneben die Glocke, weil somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ich mehr Haartutorials für euch machen soll. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer. Genießt die Zeit und macht's gut. Tschüss!